Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Assassin's Creed Origins The Hidden Ones. Und da kommt auch natürlich perfekt Sinnoh auf meinen Arm. Wir machen heute weiter mit der Hauptquest und reden zuerst mit Amonette. Tahiras Tod sendet eine klare Botschaft. Wir müssen Rufio ausschalten. Die Bruderschaft steht im Sinai vor dem Ende. Ist er am Steinbruch? Nein, in Asinoe. Wahrscheinlich lungert er noch auf seinem Schiff herum. Er weiß sich zu schützen. Und er ist in der Lage, einem Volk wahre Furcht einzuflößen. Ich werde nicht versagen wie meine Untergebenen. Keinen Fuß werde ich auf die verfluchte Halbinsel dieser Wilden setzen. Und doch werden sie sich beugen. Okay. Aber es gibt auch noch Gutes in Rom. Und in Memphis? Den Verborgenen geht es gut. Doch ohne Pharao sind wir verloren. Ich sorge mich um unsere Tempel. Und dann ist da noch Kleopatra. Sie hat Alexandria Wohlstand gebracht. Das lässt sich nicht bestreiten. Doch jetzt ist uns die Armee ihres Geliebten ein Dorn im Fleisch. Marcus Antonius stinkt ebenso nach Tyrannei wie Cäsar. Rufio trägt denselben Geruch. Ja, in den Sinai. Deswegen sind wir sein Begrüßungskomitee. Bajek! Bajek! Schnell, du musst uns helfen! Das Dorf wird angegriffen! Was ist denn nun schon wieder passiert? Ach du Scheiße! Okay. Stellt euch rum, nicht in dafür, den Weg! Okay, ich hab auch mein dickes Schwert. Das ist ein blutiges Massaker! Hilf den Nabatea! Okay. Da stimmt irgendwas nicht. Ich werde aber ein dickes Schwert schmecken. Bam. Ich muss alle Römer hier töten. Immer diese Römer. Der Ruf hier ist vielleicht doch hier. Kann das sein? Schon wieder wie ein Mädchen, ey. Oh Gott, nein. Bin ich jetzt Feuer? Einmal kurz. Zack. Und Bing! Moment. Hinten noch? Okay. Komm her. Will der nicht? Ich glaube nicht, oder? Okay, doch. Nase juckt. Aber warum wurde das doch abgebrannt? Die Kuh brennt einfach. Komm, der nächste bitte. Hallo, ich hab gesagt, der nächste. Der kann ziemlich gut ausweichen. Hallo. Okay. Der nächste bist du. So. Okay, dann nehmen wir hier die rüber. Ey! Ich glaub, du brennst, oder? Du brennst rein. Ich helf dir mal. Ego ascend am tibi dolor! Hallo? Alter. So.
So, zwei fehlen. Jo, Alter, 12.000 Schaden. Läuft doch. Doch schon. Ich würde sagen, Rufio wird auch mal durch die Schwert schmecken. Die doch klingen. Mein Bett schon richtig dann richtig, ne? Das scheint wohl, dass wenn er eine kleine Eskorte hat. Was mich aber nicht wirklich interessieren wird. Schießen Sie zuerst und fragen dann. Ist mir auch egal. So, Rot rennt. Na. Nein. Ich würde nicht was anderes machen, aber gut. Alter, 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 Alter. Gott, Problem. Geh mal kurz ins Wasser. So. Ich würde gerne wieder Leben regenerieren. Erstmal das hier nur, ne? Okay, da ist er. So, was er machen kann. Nein, ich wollte tauchen. Ich bin ja schlau. Nur ist jetzt die Frage, ist denn Rufi auch unser Hauptziel jetzt hier, das wir töten sollen im DLC? Da gibt es noch einen anderen Boss. Der mehr Boss ist. Rufi ist hier auf dem Schiff, ne? Okay. Dann let's go. Dann du hier. Bam. Weg mit dir. Das ist für Tahira. Ja, das ist für Tahira. Du bist gar kein Mensch. Kaum eine Fliege. Doch, ich bin ein Mensch. Genau wie du. Dein Ort zerfällt. Alter, 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 Alter. Na, na, na. Das war ganz kurz jetzt hier, oder was da? Meine Freunde. Alles gut. Okay, jetzt sehen Sie mich nicht mehr.
So, wir können wieder regenerieren. Das ist nett. So. Okay, sind wohl mehr als genug Gegner auf dem Schiff. Bam, Junge. Das war's mit dir, Rufio. Als Luft zum Atmen lassen. Also stimmt es doch. Die Verborgenen existieren wirklich. Wir gedeihen. Seltsam, dass ihr dieselben Dinge wollt wie wir. Frieden, Ordnung. Doch unsere Ideen werden überdauern. Du kannst mich töten. Doch uns wirst du nie töten. Cäsar schuf einen starken Orden, bevor ihn dein Weib feige und hinterrücks ermordet hat. Unsere Macht lodert im Schatten. Und wir erzeugen diesen Schatten. Die Verborgenen holen dich! Anubis wartet! Der Anführer. LOL. Ich sage es abonniert. Sie wird sich freuen. Quest abgeschlossen. Okay. Alter. Ich hätte eine bessere Idee. Das Schiffkämpfen bringt nicht großartig viel. Deswegen hau ich einfach ab. Ich glaube, das war der Boss, oder? Okay, das ist die alte Karte. Ach, Rufio, ach. Oder? Gut, bin ich mir beschossen. Frieden, bis Rom den nächsten General schickt. Es nimmt kein Ende. Wir müssen die Verborgenen so beständig wie den Orden machen. Es gibt ein akuteres Problem. Garmilat. Jede seiner Taten wird glorifiziert. Die Leute sehen einen Gott in ihm. Er kämpft für die Freiheit seines Volkes. Wir haben gerade ein Massaker erlebt. Ich habe mit den Leuten geredet. Es gab viele solcher Massaker. Ja, und weiter? Jedes Mal,
schickte Damilat seine Rebellen, um die Römer zu provozieren. Sie verstecken sich zwischen den Dorfbewohnern und fordern so die römische Vergeltung heraus. Dabei werden viele Unschuldige abgeschlachtet. Du sagst, er tut das wissentlich? Diese Taktik bringt Märtyrer für seine Sache hervor und Familien, die sich unbedingt an den Römern rächen wollen. Er wollte ein Gemetzel, um mehr Rebellen anzuwerben. Und auch nicht zum ersten Mal. Das Volk bezahlt einen hohen Preis für den Aufstand. Er ist ein Freund. Erinnere dich. Kleopatra war sogar mehr als das. Und doch war mein Vertrauen zu groß. Dank dir habe ich den Fehler erkannt. Ich muss mit ihm reden. Dann machen wir das auch. Gamilats Vorgehen erstaunt mich. Moment. Führt er den Aufstand an, um persönliche Macht zu gewinnen? Ich glaube, er will so unbedingt, dass der Aufstand Erfolg hat, dass er blind ist, was den Preis betrifft. Die Dörfler sind für ihn tatsächlich Märtyrer. Er sieht gar nicht, dass sie keine andere Wahl hatten. Und die Taktik war erfolgreich. Er wird sie wieder anwenden, wenn die Römer den nächsten General schicken. Friss das, du Ratte! Was machen wir jetzt mit Gamilat? Erzähl mir vom Leben in Rom. Eine fabelhafte Stadt. Voller Intrigen, Täuschung und Korruption. Perfekt für die Verborgenen. Ich dachte, du würdest über den Wein reden. Der Wein ist auch sehr gut. Besuch mich irgendwann, dann probieren wir ihn. Ah, das wäre schön. Da vorne ist es. Seine Rebellen werden ihn beschützen. Ah, für sie ist er ein Gott. Hier können wir ihn nicht zur Rede stellen. Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Nun, da Rufio gefallen ist, fällt auch Rom. Ah ja. Du siehst noch sehr jung aus. Kommst her, spielst Soldat, willst ein bisschen Spaß. Ich will ja nicht Spaß. So lachen. Natürlich. Es ist alles sehr ernst. Ne. Wo ist dein Anführer? Gamilat ist bei der Oase auf der Jagd. Oh, danke. Mein Vater, wie schnell das geht, wurde von den Römern getötet. Oh, heil den Verborgenen, bitte, die uns vom römischen Joch befreit haben. Also, Amelette, kommst du jetzt mit, oder? Glänzer. Okay, ich nehme auch das Pferd. Oh. Los, Amelette, komm mit. Her! Gamilat, die große Hoffnung der Nabatäer. Ich bin dabei, sie alle zu enttäuschen. Na, Gamilat? Bayek, worum geht es hier? Du hast Massaker provoziert. Viele unschuldige Dörfler starben. Ich habe die Grausamkeit der Römer bloßgestellt. Diese Märtyrer haben unzählige inspiriert, den Kampf fortzusetzen. Märtyrer? Was ist schon das Leben einiger im Licht der Freiheit für alle? Das
Leben einiger? Sie hatten aber niemals eine Wahl! Bayek, sei nicht albern. Wir kämpfen auf derselben Seite. Nein. Hier. Kämpfen wir nur. So sei es. Okay. Du bist der ultimative Märtyrer. Ja, was ist denn mit diesem Schild, ey? Aber mein Schild ist der stärkste im Sinai. Alter. Yo. What the fuck? Ich habe die Oberhand. Scheiß drauf. Alter. Ey. Ey, Alter, Camilla. Ey, nicht runterschubsen. Ach, das brennt. Ein Fanal für die Sache. Ja, es brennt. So. Ich fürchte, das war's für dich. Wie der mich geschubst hat, ey. Eiskalt. Das sah cool aus. Es gibt Freiheit und es gibt das Leben Unschuldiger. Beides muss in der Waage sein. Jetzt ist es mein Herz, das auf Anubis Waage liegen wird. Dein Herz schlägt zu stark für die Sache. Die Unschuldigen müssen immer beschützt werden. Mein Eifer hat mich wie die Sonne. Du hast recht gehandelt. Ich akzeptiere diesen Tod. Von heute an wird kein Verborgener mehr Unschuldigen Leid zufügen. So soll es geschrieben stehen. Mögest du Frieden finden in der Duat. Und mögen die Verborgenen überdauern bis zum Ende der Zeit. Das hoffe ich auch. Der größte Anführer, Gamilad, ist nun tot. Doch seine Geschichte lebt in den Kriegern des Sinai. Er konnte Millionen Tyrannen töten mit einem Hauch. Der göttliche Pfeil, der große Gamilad, lebt nicht mehr. Sollen wir sie träumen lassen? Sollen sie ihre Helden behalten? Jetzt sind die Verborgenen vergessen. Das ist zu unserem Vorteil. Gamilads Tod dient einem guten Zweck. Keine sinnlosen Märtyrer mehr. Taten wir recht.
Unsere Lehren müssen jenen vermittelt werden, die unseren Eid schwören. Denn sie wollen nach einem Credo leben. Die Verborgenen ziehen weiter nach Petra und nach Judäa. Und auf ewig. Das Credo muss alle überleben. Niemand darf größer sein als die Gruppe. Wenn ich nach Rom komme, werde ich nicht von Helden reden. Ich rede von Disziplin und Beharrlichkeit. Amunet ist Mentorin dieser Bruderschaft. Unser Wille wird nie ruhen. Und unsere Klingen werden nie müde. Die Hinweis. Und damit haben wir die Story vom DLC durchgespielt. Erfolg natürlich mit 40 Gamerscore. Und noch den Bogen des Reh bekommen wir. Das war geil. Das DLC war richtig geil. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir noch nicht alle Nebenquests fertig. Es sind nämlich noch 2 Stück. Und die machen wir dann wohl in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen 18 Uhr. Und tschüss.